Nele und Moritz lieben das Leben. Sie haben beide das Down-Syndrom. Bis zu 800 Kinder kommen jedes Jahr mit diesem genetischen Defekt zur Welt. Herzlich willkommen bei Planet Wissen. Vielleicht geht es Ihnen ja auch so. Wenn Sie einem Menschen mit dem sogenannten Down-Syndrom begegnen, dann fühlen Sie sich irgendwie unsicher und hilflos. Sie fragen sich, kann ich mit ihm normal sprechen? Begreift er das, was ich sage? Und werde ich ihn verstehen, wenn er antwortet? Wenn wir ehrlich sind, versuchen wir ja solchen Situationen lieber aus dem Weg zu gehen. Der Grund dafür ist, dass wir einfach zu wenig über diese Behinderung wissen. Und genau das wollen wir heute mit dieser Sendung mal ändern. 1866 wurde die Krankheit das erste Mal beschrieben, und zwar von dem Arzt und Apotheker John Langdon Down, daher auch der Name. Wie gesagt, er hat es nur beschrieben, er konnte die aber nicht erklären, die Krankheit. Ja, erst der französische Genetiker Jérôme Lejeune konnte erklären, was es mit diesem Down-Syndrom denn auf sich hat. Er hat entdeckt, dass es bei der Übertragung der Chromosomen mit den Erbanlagen von Vater und Mutter zu Fehlern kommen kann, die dann die typischen Merkmale des Down-Syndroms verursachen. Sachen. Ganz genau, das ist also ein genetischer Effekt, Trisomie 21 nennt man es auch. Ich habe hier mal so Chromosomensatz, nehmen wir mal einen Mann mit einem X- und Y-Chromosom. Wir haben ja insgesamt 46 Chromosomen, 2 × 23, und bei der Trisomie 21 ist dieses 21. Chromosom, wenn ich dich mal bitten darf, mir zu helfen, dreimal da. Mhm. Also nicht zweimal, sondern dreimal. Ja, was diese Behinderung für den betroffenen Menschen bedeutet, darüber wollen wir heute mit unseren Gästen sprechen. Aber bevor wir sie bei uns begrüßen, machen wir einen Abstecher nach Berlin in das Theater Rambazamba. Das Erstaunliche an diesem Theater ist, dass die Schauspieler Menschen mit geistiger Behinderung sind. Die meisten von ihnen haben das Down-Syndrom. Wir durften ihnen bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Gisela Höhne fördert und fordert ihr Ensemble. Du holst dir die Stulpen, richtig? Ja, richtig. Kommst zurück, schubst Anke weg. Ja. Und dann tanzt ihr wieder miteinander. Okay. Ihr Antrieb heute, wie vor 33 Jahren, ihre eigene Biografie. Gisela Höhne bekommt mit 27 einen Sohn mit Down-Syndrom. Zusammen mit dem Regisseur Klaus Erfurt, dem Vater ihrer Söhne, gründet sie den Verein Sonnenuhr, einen Ort für Menschen mit Behinderungen. In der Kulturbrauerei richten sie sich ein. Aus dem Verein wachsen ein Zirkus, ein Atelier, ein Theater. Und das funktioniert bis heute. Die Ausstellungen sind immer voll, die Kritiker sind begeistert. Gastspiele führen das Ensemble durch ganz Europa. Jeder Schauspieler ihres Ensembles macht und zeigt das, was er kann. Ja, Dr. Gisela Höhne, herzlich willkommen bei uns. Hallo. Wir haben Sie gerade im Film gesehen als Regisseurin. Sie haben auch Rambazamba, ein inzwischen sehr, sehr bekanntes Theater in Berlin, gegründet, zusammen mit Ihrem damaligen Mann. Und ich war sehr erstaunt über die Menschen, die da spielen. Also man denkt, wenn man sich jetzt noch nie damit beschäftigt hat, gar nicht, dass Menschen mit Down-Syndrom sowas so professionell hinkriegen können. Wie geht es Ihnen denn, wenn Sie Besucher erleben, die zum ersten Mal in Ihrem Theater sind? Ja, denen geht es ganz genauso wie Ihnen. Sie haben es ja leider noch nicht live gesehen. Nee, leider. Aber das Publikum, was kommt, also neben vielen Fans, die jetzt schon seit den 19 Jahren kommen, die es uns gibt, kommen immer wieder mit Vorbehalten, mit Vorurteilen. Und denk immer, bestenfalls ist das irgendwie ganz nett oder man erlebt so eine Theatergruppe mit Behinderten, das nicht nur mit Down-Syndrom. Und es gibt immer wieder die riesige Überraschung, was für eine Professionalität, was für ein Können und was für eine Vielfältigkeit im Können in allen da ist. Und vor allem, welche große Authentizität sie im Spiel auch haben. Mhm. Und wir machen es natürlich, wir machen richtiges Theater, das heißt wirkliche Geschichten mit einer anspruchsvollen Ästhetik, Bühnenbild, Kostüm, Maske, alles stimmt einfach. Ja, das wirkte ausgesprochen professionell. Sie sind nicht nur Theaterregisseurin, sondern auch die Mutter von Moritz, den wir gerade im Film gesehen haben. Am Schlagzeug. Genau, am Schlagzeug. Der ist 1976 mit Down-Syndrom zur Welt gekommen.
Haben Sie dieses Theater seinetwegen gegründet? War das der Auslöser dafür oder gab es andere Gründe? Hätten Sie es auch ohne Moritz gemacht? Das kann man ja nicht sagen. Also ich habe mich früh mit Menschen mit geistiger Behinderung beschäftigt, auch bevor es Moritz gab. Aber natürlich ist Moritz der eigentliche tiefe Grund. Ihm und denen, die sind wie er, also ein Podium zu verschaffen. Und zwar seinen besonderen Fähigkeiten, die jenseits unserer Vorstellung eigentlich liegen. Und der Auslöser war dann ein Weihnachtsmärchen in seiner damaligen Tagesstätte. Und gut gemeint haben aber alle Kinder irgendwie das vorführen müssen, was sie nicht konnten, nämlich sprechen, eine zusammenhängende Geschichte erzählen. Mir lief der Schweiß vor entsetzt. Ich dachte, was machen die bloß mit diesen Kindern? Ja? Mhm. Und da dachte ich, okay, also dann muss ich jetzt ran. Ich habe damals Theaterwissenschaft studiert. Ich musste aufhören als Schauspielerin und habe dann nochmal Theaterwissenschaft studiert. Ich hatte also ganz gut sozusagen Zeug zusammen, um zu sagen, wir probieren das. Mhm. Und damals habe ich den Zirkus gegründet. Das war eine sehr schöne, kleine, poetische Geschichte. Den Klaus Erfurt, meinen damaligen Mann und den Vater meiner Kinder dazugeholt. Und wir haben diesen sehr schönen Zirkus auf die Welt gebracht, der dann zum Theater Rambazamba bzw. dem Verein Sonnenuhr wurde. Das ist ja der Trägerverein. Mhm. Zu diesem Zeitpunkt war Moritz schon 10 Jahre alt. Wussten Sie denn eigentlich, bevor Moritz zur Welt kam, dass er tatsächlich ein Down-Syndrom haben würde? Nein. Nein? Ich wusste nichts. Ich habe ein ganz normales Kind erwartet, was mich auch in meiner gehofften Schauspielerkarriere nicht stören würde. Mhm. Das heißt, es war damals noch nicht so üblich, diese Untersuchungen, die man heute machen kann, zu machen? Oder gab es andere Gründe, dass Sie die vielleicht abgelehnt haben? Ich war erst 26. Mhm. Also erst ab 40 wurden Frauen in der DDR regelmäßig untersucht. Und es gab eigentlich gar keinen Grund, bei mir das anzunehmen. Und es war auch überhaupt nicht so im Gespräch wie jetzt. Das war nicht so üblich. Es wurde auch nicht automatisch abgetrieben, muss ich mal sagen. Das waren sehr gründliche, lange Gespräche. Das ist schon doch eine etwas andere Situation gewesen. Also ich war schon sehr überrascht. Ne? Wie war denn dann Ihre Reaktion, als Sie und auch Ihr Mann gesehen haben, dass Moritz die Trisomie 21 hat, als er auf die Welt kam? Ja, man muss da gar nicht drum herum reden. Das ist für alle Eltern ein unglaublicher Schock, weil man rechnet nicht damit. Und 1976 war es noch viel mehr, also gar nicht vorstellbar, so ein Kind zu bekommen. Und was das heißen würde, und ich hatte in einer Institution für sehr Schwerbehinderte mal als Studentin gearbeitet und habe mir das dann so vorgestellt, dass ich also Krankenschwester werden muss bei jemandem, der lebenslang überhaupt nie aufsteht, mich nicht erkennt. Also das war eigentlich das Schlimmste, dass ich das Gefühl hatte, es ist alles zu Ende. Mein Schauspielerwunsch sowieso. Ich war ja noch Anfängerin. Aber vielleicht nimmt mich dieser Mensch nie wahr. Das war so der Konflikt, in dem ich war. Das war unheimlich schwer. Aber ich muss sagen, der Klaus hat wahnsinnig zu uns gehalten. Und das war natürlich eine große Unterstützung. Wer hat ihn gehalten? Der Klaus Erfurt, der Vater. Ach so, okay. Das war wirklich toll. Mhm. Und eigentlich hat so den Ausschlag gegeben, also die Familie hat geholfen, meine Schwester, meine Mutter, Freunde haben zu uns gestanden. Und ein Professor damals, Professor Müller aus Herzberge, das war eine große psychiatrische Einrichtung, das war ein Mensch mit Kunst an der Wand. Der hat schon mal sozusagen meine Seele geöffnet. Der hat nicht als Arzt mit uns gesprochen, sondern gesagt, also bei dem ist alles in Ordnung, alle Reflexe stimmen. Und er hat nicht moralisiert, das war so wichtig. Mhm. Er hat gesagt, Sie können ihn zu sich, Sie können ihn behalten, Sie können bestimmt Ihren Beruf ausüben. Das stimmte nicht, aber nämlich war es damals schön, dass er das gesagt hat. Und es macht einen Riesenunterschied, ob Sie ihn ins Heim geben oder nicht. Mhm. Und er kennt sie ganz genau und damit war er klar, der bleibt bei uns. Natürlich ganz wichtig, die richtigen Menschen an seiner Seite dann auch zu haben. Ja, natürlich hoffen alle Eltern, dass ihr Kind gesund geboren wird. Kommt es behindert zur Welt, dann ist das erst einmal ein Schock für die ganze Familie. Nichts ist mehr, wie es mal war. Es braucht dann seine Zeit, um sich auf die großen Herausforderungen einzustellen. Jan, 14 Jahre, kommt aus der Schule ganz allein und mit Schlüssel, so wie viele Teenager. Jan aber ist geistig behindert und lebt mit dem Down-Syndrom. Als er 5 Tage alt ist, erfährt seine Mutter die Diagnose. Es hat mir komplett den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich habe in dem Moment gedacht, mein Leben ist vorbei. Ich war nicht mal traurig in dem Moment. Also für so ein Gefühl war gar kein Platz. Jans Down-Syndrom erfordert ihre ganze Kraft und Zeit. Bei jedem beeinträchtigt das Syndrom die körperliche und geistige Entwicklung anders. Weißt du noch, wo das war? Bayern. Das Schien. In Bayern. So? Kühe? So, ja. Ochse, Kuh? Ja, Ochse und Kuh gibt es da. Und Lämmchen. Da gab es ein Lämmchen im Stall. Ja. Das war Ostern. Scheune. Scheune. Marmelei. Ja, körperlich ist Jan weitgehend normal entwickelt, aber geistig ist er weit zurück.
Am liebsten spricht er in Einwortsätzen, wenn er die Chance dazu hat, auch wenn er in längeren Sequenzen durchaus sprechen kann. Und wenn er mit jemandem vertraut ist, dann kann er auch eine richtige Quasselstrippe sein. Jans erste Lebensjahre sind ein Therapiemarathon. Medizinische Untersuchungen, Krankengymnastik, Sprechunterricht. Seine Eltern haben viele Fragen und große Selbstzweifel. Jans Mutter besucht eine Selbsthilfegruppe. Die Selbsthilfegruppe war für mich die allergrößte Hilfe, damit fertig zu werden. Also mit dem Schock, ein behindertes Kind zu haben. Da waren andere Eltern, die das gleiche Schicksal teilten und die konnten alle noch lachen. Denen ging es gut und ich konnte eben sehen, das Leben ist nicht zu Ende, sondern das Leben geht weiter. Alle in der Familie lernen, mit Jans Behinderung zu leben. Sein Vater studiert extra Sonderpädagogik. Auch Jans älterer und sein jüngerer Bruder unterstützen seine Entwicklung sehr, indem sie ganz normal mit ihrem geistig behinderten Bruder umgehen. Wenn ich zu Hause bin und er da ist, dann setzen wir uns halt hier unten hin und spielen zusammen irgendwelche Spiele. Manchmal ist es ein bisschen ärgerlich, weil er die Spiele nicht versteht. Man kann sehr gut halt mit ihm zusammenspielen. Und wenn wir Ausflüge machen ins Schwimmbad oder ins Kino, dann gefällt er mir auch ganz gut. Neben Computerspielen liebt Jan Videofilme und Fußball. Er hat viele Freunde gefunden und ist selbstbewusst geworden. Er lernt mit nichtbehinderten Kindern in einer Klasse. Sein Vater, selbst Lehrer für behinderte Kinder, hilft ihm mit Gebärdensprache bei den Hausaufgaben. Jetzt kommt der erste Satz. Guck mal, da kann ich dir auch helfen. Ich möchte. Möchte dich. Ich rufe an. Anrufen. Vor allem soll Jan in seinen eigenen Wünschen bestärkt werden. Bisschen Lücke lassen. Also wie er jetzt zum Beispiel motiviert war, der Sarah, seiner Klassenkameradin, jetzt einen kurzen Brief zu schreiben, weil er sie einladen möchte zum Xbox-Spielen. Star Wars. Zum Star Wars-Spielen, genau. Trotz des Down-Syndroms hat sich das Familienleben mit Jan weitgehend normalisiert. Das Leben ist vielleicht nicht einfacher mit Jan, aber mit Sicherheit sehr viel interessanter geworden. Also die meisten Befürchtungen haben sich überhaupt nicht bestätigt. Es mag abgedroschen klingen, aber die Behinderung hat unser Leben doch bereichert. An Jans Zukunft denken seine Eltern auch schon. So wie jeder andere Jugendliche soll er in ein paar Jahren sein Elternhaus verlassen. Jan wird dann in einer betreuten Wohngemeinschaft sein eigenes Leben leben. Ja, nicht alle Menschen mit einer geistigen Behinderung oder mit Down-Syndrom wachsen unter solchen idealen Bedingungen auf. Das kann unser zweiter Gast heute bestätigen, Dr. Barbara Senkel. Herzlich willkommen. Sie sind Psychologin und Dozentin an einer Fachschule für Heilpädagogik und haben auch mehrere Bücher zur Lebenssituation von Menschen mit geistiger Behinderung geschrieben. Darüber hinaus beraten Sie Eltern, Lehrer und Erzieher. Also Sie sind die Fachfrau bei uns, kann man sagen. Jetzt haben wir gerade im Film gehört, dass die Eltern von Jan ja erstmal ziemlich geschockt waren, als sie diese Diagnose bekommen hatten, dass er geistig behindert sein würde. Sie haben ihn aber trotzdem in der Familie dann aufgenommen. Wie häufig kommt das denn vor, dass Menschen sich dazu nicht, ich sag jetzt mal, durchringen können, dass sie ihr Kind nicht zu Hause aufnehmen? Also genaue Prozentzahlen kann ich da nicht sagen. Aber zunächst mal ist es wichtig, sich klarzumachen, dieser Schock beinhaltet ja wirklich erstmal eine Ablehnung des Kindes. Und dann ist die Frage, wie lange hält diese Ablehnung an? Nicht? Auch das haben wir ja hier bei Frau Höhne gehört. Zunächst mal, das kann doch nicht sein. Und es kann schneller gehen, dass man sich dann doch durchringt, das Kind anzunehmen. Und es kann lange in einer Ambivalenz bleiben, was nach meiner Erfahrung die Regel ist. Und es kann dann auch wirklich zu einer Ablehnung führen, die, wie gesagt, prozentual weiß ich es nicht, aber doch auch deutlich häufig vorkommt. Und wenn Eltern dieses Kind ablehnen, wo kommt das dann hin? Wie geht das mit dem Kind weiter? Da gibt es auch wieder verschiedene Modelle. Das Schlimmste ist, das Kind wird wirklich gleich in der Klinik zurückgelassen. Davon haben wir einige Kinder bei uns in der Einrichtung, die erst mal gar nicht mit nach Hause gekommen sind, sondern da ist die Mutter ohne Kind nach Hause gegangen. Ein anderes Modell ist, es wird mit nach Hause genommen, aber dort vernachlässigt, eventuell sogar misshandelt oder so etwas. Und dann nach relativ kurzer Zeit kommt es aus der Familie raus. Entweder zu Pflegefamilien oder dann auch ins Heim.
Also oft haben diese Kinder dann auch so eine Art Odyssee hinter sich, bis sie endlich irgendwo so etwas wie ein Zuhause finden. Mhm. Frau Höhne, wie hat denn Ihr Umfeld reagiert, als Sie entschieden haben, wir nehmen Moritz mit nach Hause? Das war ja ein Prozess, der ging über einige Wochen. Und Moritz war auch tatsächlich noch ein paar Tage in der Klinik, weil unsere Wohnung noch renoviert wurde. Ich bin aber jeden Tag hingegangen und habe mir angeschaut und habe also Milch abgepumpt. Und das war für mich eine ganz wichtige Pause, muss ich ehrlich sagen, dass man noch mal also sich annähern kann und noch mal überhaupt eine Nacht nachdenken kann. Wie kann ich damit? Will ich das? Was wird alles anders? Also meine Familie hat toll reagiert, das muss ich wirklich sagen. Und haben mich sehr unterstützt und auch Freunde haben zu uns gehalten. Die staatlichen Stellen, muss ich sagen, haben sehr, also mit solchen Bemerkungen wie, nur seien Sie doch froh, dass Sie einen Mongo haben. Ein Mongo wurde gesagt, es hat mich immer tief getroffen, das klingt wie ein Tier. Ja, statt zu sagen, dass Sie ein Kind wie Moritz haben, das würde ihn als Person benannt haben. Die haben sogar verwechselt, dass Sie einen Jungen haben, haben von den Mädchen gesprochen. Also von den staatlichen Stellen gab es wenig Unterstützung. Muss man dazu sagen, nochmal in Erinnerung rufen, das war 1976, das genau. War eine ehemalige DDR, da hat man sie also genau. Sehr alleine gelassen. Ja. Nun würde mich mal interessieren, wie das eigentlich ist, wenn ein Baby diese Trisomie 21 hat. Man muss ja, es ist sehr, sehr wichtig, werden wir auch im Laufe der Sendung immer wieder darauf zurückkommen, dass man eine gute Beziehung zu dem Kind aufbaut, auch gerade im Hinblick auf die Förderung später. Also schafft es sehr viel zu lernen, wenn man sich entsprechend die Zeit nimmt. Aber da ist es ja auch ganz wichtig, dass ein Baby, ja, dass man die Signale deuten kann. Ist denn so ein Baby, das mit dieser geistigen Behinderung zur Welt kommt, vergleich mal mit einem anderen Baby? Oder gibt es da Dinge, wo Sie sich erst richtig drauf einstellen müssen, was Gestik, Mimik, vielleicht auch Laute betrifft? Also ich kann dazu eigentlich gar nicht so viel sagen. Das wird Frau Dr. Senkel besser können, weil Moritz war mein erstes Kind. Und er war sehr ruhig. Also das erste Jahr, da hat das uns sehr leicht gemacht. Er hat gelegen, er hat gelächelt, er war friedlich. Mit dem Trinken war es ein bisschen schwierig. Ich konnte nicht vergleichen, aber dann, als er ein Jahr wurde und nichts machte, weder sich hochziehen noch sonst irgendwie, wurde es schon schwieriger. Also hat er auch erst mit 4 gesprochen. Mhm. Aber ich konnte es nicht so. Also für mich war das erste Jahr mit ihm eigentlich ganz leicht. Sie haben, Entschuldigung, eine Frage nur noch. Sie haben ja von dieser Ambivalenz gesprochen, die da auch größtenteils herrscht zwischen Kind und Eltern. Kann das zu einer richtig tiefgehenden Störung werden? Also die Ambivalenz kann nicht nur, sondern wird sehr oft zu einer richtig tiefgehenden Störung. Und da spielen jetzt die Dinge, die Frau Höhne eben gerade gesagt haben, eine Rolle. Wenn geistig behinderte Säuglinge geboren werden, sie reagieren eben tatsächlich anders als normale Säuglinge. Entweder bei Down-Syndrom meistens ruhiger, langsamer, ihre ganze Motorik ist langsamer als die eines normalen Kindes und ihre ganzen Reaktionen, der sogenannte Erregungsaufbau, ist langsamer. Das heißt, sie springen nicht so schnell an ein gestisches Angebot, mimisches Angebot, sprachliches Angebot. Und damit kommt diese Feinabstimmung im Dialog Eltern-Kind nicht so schnell und so gut zustande. Und diese Feinabstimmung, dass man spürt, versteht, was meint das Kind und dass das Kind reagiert auf das, was ich für ein Gesicht mache. Diese Feinabstimmung, die ist eigentlich das Zentrale im Beziehungsaufbau. Man spricht da von Spiegelung. Und diese Spiegelung, die klappt nicht so. Und damit werden die Spiegelneuronen des Kindes nicht so gut aktiviert. Und bei Down-Syndrom-Kindern ist es eben so, dass dass die langsamer sind, schlaffer vom Tonus her, während viele andere geistig behinderte Kinder verspannter sind, erregter und deswegen nicht in die Synchronizität mit ihren Eltern kommen und sich das Spiel nicht einstellt. Menschen mit einer geistigen Behinderung hat man früher schnell in ein Heim abgeschoben und dort einfach vergessen. Heute weiß man, wie sehr sie auf eine liebevolle und fürsorgliche Begleitung und Förderung angewiesen sind. Betroffene Eltern fordern gleichzeitig aber immer nachdrücklicher die Integration ihrer Kinder in den normalen Regelschulbetrieb. Schuleinführung für Franziska. Erst ist sie ein wenig ängstlich,
Doch als die Siebenjährige ihre Zuckertüte in Empfang nimmt, ist sie sicher das stolzeste kleine Mädchen im ganzen Raum. Franzi hat das Down-Syndrom. Den Kindergarten hat sie zusammen mit den nichtbehinderten Kindern im Ort besuchen können. Normalerweise wäre sie jetzt in eine Sonderschule gekommen. Doch in Elstra haben Eltern, Schule und Stadt darum gekämpft, dass Franzi auch weiter mit ihren Freunden in eine ganz normale Grundschule gehen kann. Heute ist wirklich mit ein glücklicher Tag, weil wir haben ja wirklich lange gekämpft drum, dass er mit ihren Kindergartenkindern gehen kann. Und ist schon ein besonderer Tag. Und Franziska denkt schon an das, was sie in der Schule lernen will. Buchstaben, ja. Und Zahlen? Und Zahlen. Die Kinder, die Franzi nicht vom Kindergarten kennt, wurden ihr in einigen Vorbereitungsstunden vertraut gemacht. Fremd fühlt sich die Kleine also nicht. Stets an ihrer Seite, ihre Integrationshelferin. Andrea Bergmann wurde für 30 Wochenstunden speziell für sie eingestellt. 65% der Kosten dafür trägt das Bildungsinstitut Bautzen, den Rest die Stadt. Ohne ihre Hilfe würde Franziska das Unterrichtstempo nicht schaffen. Und die gelernte Heilerziehungspflegerin findet es spannend, bei diesem Projekt dabei zu sein. Das reizt mich einfach, weil das Kind, wenn man die Fortschritte sieht, die es dann wirklich auch immer machen kann oder die es wahrscheinlich auch machen wird, das ist was Wunderschönes. Mit dieser Form der individuellen Integration betritt man in Sachsen Neuland. Doch bevor es soweit war, mussten monatelang Förderanträge gestellt werden. Der erste Antrag war, oh Gott, sowas haben wir ja noch nie gemacht, sowas gab es ja noch gar nicht. So viel Geld ist gar nicht da. Aber wie gesagt, auch da hat sich das Regionalschulamt richtig ins Zeug gelegt und hat gesehen, wo sie noch Geld von anderen Ämtern herbekommen. Alle Schüler sollen von dem Integrationsprojekt profitieren. Kinder mit Down-Syndrom lernen ja auch viel über die optische Wahrnehmung. Und deshalb wird sie viel von den anderen mitnehmen, was die anderen tun, was die anderen machen. Ich denke, dass es ganz gut ist für die Kinder, wenn sie ein Kind, das anders in Anführungsstrichen ist, mit dabei haben. Die sozialen Kompetenzen werden bedeutend erweitert. Wenn Franzis Konzentration nachlässt, kann die Integrationshelferin mit ihr in einem Extraraum Spiele oder Entspannungsübungen machen. Den Hort besucht die Kleine zurzeit noch nicht. Mittags holen ihre Mutter und ihre Geschwister sie ab. Das scheint mir eigentlich das optimale Konzept, Frau Senke, letztlich für alle Beteiligten. Nun schreiben Sie aber in Ihren Büchern, dass Menschen mit geistiger Behinderung eben ein ganz besonderes Lernklima brauchen und vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Fürsorge. Wie passt das zusammen mit dem Regelschulbetrieb, wo man das ja nicht unbedingt hat? Ich meine, dort jetzt hatten wir ja das Thema, dass eine zusätzliche Lehrkraft oder Pädagogin ein bisschen sich dann auch noch um das Kind gekümmert hat. Aber das ist ja nicht die Regel. Wie kann das dann funktionieren in einer normalen Schule? Das ist die große Frage. Also grundsätzlich erstmal in unseren normalen Schulen wäre es für alle Kinder richtig, wenn ein entspanntes Lernmilieu entstehen würde und wenn man viel stärker den Beziehungsfaktor beim Lernen mit einbezieht und nicht nur Selbstbestimmung ist der eine Faktor und Beziehung ist der andere und die beiden müssen sich die Waage halten. Also das würde allen Kindern gut tun, wenn man da was verändern würde. Bei Menschen mit geistiger Behinderung muss man da noch viel mehr verändern, denn die brauchen noch eine größere Sensibilität, weil sie eben über ihre langsamere Reizverarbeitung und Informationsverarbeitung, das heißt über ihre viel langsameren Lernprozesse, viel schneller an die Überforderungsgrenze kommen. Und immer wenn wir überfordert sind, verspannen wir. Und dann können wir nicht mehr gut lernen. Lassen Sie uns doch mal darüber reden, was Menschen oder jetzt in dem Fall Kinder, denn wir sind ja in der Schule, mit dem Down-Syndrom überhaupt an geistigem, das klingt jetzt komisch, Defekt, ich weiß nicht, wie ich es im Augenblick anders ausdrücken soll, haben im Gegensatz zu anderen Kindern. Brauchen die einfach mehr Zeit für alles oder sind da noch ganz andere Dinge anders geschaltet? Also zunächst mal ist es tatsächlich so, sie brauchen mehr Zeit, um zu spüren, was ihre Handlungen in der Welt für Wirkungen haben und um das zu registrieren und daraus zu lernen. Das geht alles bei Menschen mit geistiger Behinderung, inklusive Menschen mit Down-Syndrom, viel langsamer. Und sie brauchen viel mehr Wiederholungen, damit sich das festigt
Und sie brauchen viel mehr Anregungen, damit sie überhaupt ihre Erfahrungen sammeln. Also sie brauchen ein besser strukturiertes Lern- und Reizmilieu. Sie brauchen jemanden, der von außen immer mal wieder unterstützt und anstupst und den Weg bahnt, dass sie die nächste Erkenntnis sammeln können, während das Menschen ohne geistige Behinderung weitgehend selbst managen. Ja, unsere Welt ist eingestellt auf Menschen ohne geistige Behinderung. Und für die passt sie und für Menschen mit geistiger Behinderung oder Down-Syndrom passt sie nicht so genau. Und da muss man zufüttern. Ja. Frau Höhne, wie war das bei Moritz, als der zur Schule gegangen ist in der DDR? In der DDR gab es für Moritz keine Schule. Es gab nur eine Tagesstätte. Und die Schulen wurden erst nach der Wende im Grunde genommen übernommen und eingeführt. Moritz hatte aber einen extra Unterricht bei einer Sprachtherapeutin, die gleichzeitig so ganzheitlich lesen und sprechen, weil er hat ja mit 4 Jahren noch kein Wort gesprochen. Aber da hatte er noch extra Unterricht, was auch ganz wichtig war. Aber was ich genauso wichtig finde, ist, wenn man jetzt über diese Schulkonzepte spricht, der Integration, die Betonung dann darauf zu legen, über die Lehrer, nicht nur zu sehen, das sind behinderte Menschen, behinderte Schüler, die brauchen Unterstützung, sondern was bringen die an Qualitäten mit? Nur dann wird es was. Zu sagen, die sind herzlicher, die verzeihen schneller. Ich sag das mal so in den Raum hinein. Sie sind ganzheitlich Personen, die auch alles mitmachen können, aber vielleicht etwas langsamer sind, aber toller in ihren kreativen Fähigkeiten sind, was einfach Fakt ist. Warum auch immer man das vielleicht jetzt wieder wissenschaftlich erklären kann. Also bei Menschen mit Down-Syndrom auf jeden Fall. Ja. Und das so als gleichwertig sie zu sehen und anzuerkennen, das liegt einfach an den Lehrern. Und dann helfen auch die einen den anderen und umgekehrt viel leichter. Mhm. Frau Senkel, sind denn Menschen mit Down-Syndrom auch unterschiedlich intelligent, wie geistig Nichtbehinderte auch? Ja, natürlich. Es gibt sogar eine Art von Down-Syndrom, da liegt überhaupt keine geistige Behinderung vor. Sondern die können einen normalen Schulabschluss machen. Es gibt ja auch einen, der an der Universität in Spanien, in Spanier. Da haben wir ein Foto, können wir Ihnen mal zeigen. So sieht der Herr aus. Also der hat sein Studium erfolgreich absolviert. Aber es sind doch, soweit ich das verstanden habe, Menschen mit ganz besonderen emotionalen Fähigkeiten. Ja, auch von den Geistigen. Ja, ich sagte jetzt, der kann sogar einen Hauptschulabschluss oder sogar studieren. Es gibt natürlich auch Menschen, die sind schwer und schwerst geistig behindert mit Down-Syndrom. Also da haben wir wirklich die ganze Spannbreite. Das gibt es alles. Und von den emotionalen Fähigkeiten ist es so, dass Menschen mit Down-Syndrom ihre Schwingungsfähigkeit, ihr Mitschwingen, was jeder Mensch, auch ein nicht geistig Behinderter, zu Beginn seines Lebens hat, das erste halbe Lebensjahr, sind wir alle darauf angewiesen, automatisch die Affekte, Emotionen unserer Bezugspersonen zu übernehmen. Wir haben keine Reizfilter oder keinen emotionalen Filter. Bei normalen Menschen baut sich der ab einem halben Jahr langsam ab, wenn die Ich-Strukturen sich festigen. Und bei Menschen mit Down-Syndrom scheint das so nicht der Fall zu sein. Das heißt, die schwingen bedingungslos weiter mit, ohne dass sie filtern. Ja, und das heißt, sie spüren automatisch, wie es dem Gegenüber geht, ohne dass da der Verstand eingeschaltet wird. Normale Einfühlungsfähigkeit ist ja die, aha, ich weiß, der hat jetzt eine schwere Situation und ich sehe, sein Gesicht ist traurig, also wird er wohl traurig sein. Und das kann ich mir emotional vorstellen. Dieses Mitschwingen, das ist was völlig anderes. Das ist, derjenige kommt zur Tür rein und ohne, dass mir irgendwas im Kopf bewusst wird, spüre ich und reagiere ich darauf, wie es dem geht. Und das ist bei Menschen mit Down-Syndrom extrem stark. Und die sind ungeheuer darauf angewiesen, dass sie ein Gegenüber haben, bei dem sie das dürfen. Frau Höhne, das müsste ja etwas sein, was Ihnen bei der Theaterarbeit eigentlich zugutekommt. Ich nicke schon immer zu. Ja, genau. Also diese Erfahrung, ja, diese Beobachtung machen Sie auch. Ja, unbedingt. Also nicht nur im Theater. Im Theater ist es natürlich von großem Vorteil, weil auf der kognitiven Ebene verstehen die natürlich nicht immer alle Texte, wenn wir Medea machen. Die müssen nicht das Konzept von Medea verstehen. Aber die direkte Geschichte, das Traurige daran, das Schreckliche, was sie auch erlebt haben, verlassen zu werden, für jemanden,
niemanden anders. Also die frühe Verlassenheit, die erste haben sie alle, diese Menschen mit, gerade mit Down-Syndrom, alle auch erlebt. Oder auch mit anderen geistigen Behinderungen. Und das können die ganz genau erfüllen und direkt spielen. Also das ist auch das Tolle an der Theaterarbeit mit ihnen. Ich muss nicht immer zu alles erklären, aber ich muss in der Lage sein, ihnen das rüberzubringen, was ist die Situation. Und das kann auf einen Moment kann das umschlagen und sie gehen mit. Das ist das Tolle, was immer auch alle bewundern und sagen, die anderen Schauspieler, meine Güte, die brauchen ja nicht gerade Stanislavski noch lange davor, sondern die gehen mit, die sehen, wie sich das Gegenüber verändert, die gehen aus höchstem Glück in tiefe Trauer und können wieder lachen. Mhm. Wer es als geistig behinderter Mensch bis auf die Bühne des Theaters geschafft hat, der hat es in unserer Gesellschaft schon weit gebracht. Die Vorurteile sind groß und die wenigsten von uns können sich vorstellen, dass Menschen mit Down-Syndrom überhaupt einem geregelten Beruf nachgehen können. Stadthaus Hotel Hamburg. Claudia Petersen ist heute für die Zimmerreinigung zuständig. Die 34-Jährige hat das Down-Syndrom. Nicht leicht, sich mit dieser Behinderung im Alltag zu behaupten. Es ist auch schwer für Leute, die behindert sind, eine Arbeit zu finden. Denn manche werden nachher immer, die scheiß Behinderte, oder muss das sein? Das ist gar nicht schön, so abgenommen zu werden. Und abgestempelt zu werden als Behinderte ist gar nicht schön. Seit 1993 gibt es das Stadthaushotel. Seit 2003 ist es ein Unternehmen des Vereins Jugend hilft Jugend. Alle behinderten Mitarbeiter erhalten hier Tariflohn. Das Haus arbeitet wirtschaftlich. Nur aus Mitleid wird hier keiner eingestellt. Unsere Leute sollen am Leben teilhaben. Und deshalb muss man berücksichtigen, dass unsere Mitarbeiter nicht die gleiche Leistungsfähigkeit haben wie jemand, der im Fünf-Sterne-Hotel-Direktor ist. Aber sie leisten eben diese Arbeit unter Anleitung, unter Management eines Trägers so, dass zwischen dem Produkt, das für die Gäste gut ist und nicht ein Behindertenprodukt ist, und ihrer Leistungsfähigkeit eine Verbindung hergestellt wird. Claudia Petersen ist stolz, dass sie ihr eigenes Geld verdient. Es bedeutet Unabhängigkeit und Normalität. Übrigens, die Frau Petersen ist heute Chefin des Frühstücksbuffets im Hamburger Stadthotel und hat es geschafft, weitgehend ein selbstständiges Leben zu führen. Sie ist auch schon seit 15 Jahren verheiratet. Also wirklich ein absolut tolles Paradebeispiel für die Selbstständigkeit solcher Menschen. Ja, und wirklich auch ein tolles Projekt. Es gibt ja, muss man sagen, Frau Senke, bundesweit eine ganze Reihe weiterer Einrichtungen und Betriebe, ob das jetzt in der Gastronomie ist oder in Kindergärten, Altenpflegenheimen, in Kantinen, sogar im Büro, wo Menschen mit geistiger Behinderung tatsächlich einen Arbeitsplatz gefunden haben. Also das heißt, Claudia Petersen ist keine Ausnahme, sondern man kann eigentlich, wenn Förderung, wenn die Bedingungen optimal sind, schon tatsächlich auch einen Beruf ausüben. Das kann man, aber es braucht ein Umfeld, das auf die Besonderheiten und vor allen Dingen auch auf die Beziehungsbedürfnisse dieser Menschen eingeht. Denn gerade Menschen mit geistiger Behinderung und Down-Syndrom, die können sich nicht so weit rational zurücknehmen und einfach funktionieren, sondern sie brauchen wirklich ein Umfeld, in dem sie sich angenommen wissen, damit ihre Potenziale zum Tragen kommen. Und sie kriegen, glaube ich, auch selber, diese Menschen kriegen ein Problem, wenn wir nicht so mitschwingen mit ihnen, ne? Sicher. Beziehungsweise das erleben sie meistens, dass man nicht so mitschwingt. Und das sind dann die Gründe für das sich zurücknehmen, für das Blockieren, für den Rückzug. Wir haben in unserer Einrichtung einige Menschen mit Down-Syndrom, die werden als Autisten bezeichnet. Ich halte es für absolut unmöglich, dass ein Mensch mit geistiger Behinderung ein Autist ist. Aber er geht in den autistischen Rückzug bis hin zu schweren Selbstverletzungen und so etwas, wenn er nicht dieses emotional gespiegelt werden, angenommen werden, erfährt, verstanden werden. Ich meine, letztlich wollen wir das alle. Wir wollen verstanden werden. Das ist ein ganz normales menschliches Bedürfnis. Frau Höhne, wie ist das denn jetzt gerade, wenn es um diesen Punkt Selbstständigkeit geht, bei Moritz und den anderen Schauspielern in Ihrem Theater? Sind die selbstständig? Das ist ein schwieriges Thema, muss ich sagen. Sie sind ja alle nicht mehr so jung. Die Jüngste ist 27, Nele. Und andere sind schon fast 50 und leben überwiegend entweder in Heimen, in denen auch nachts jemand ist. Das heißt ja heute alles WG, aber es gibt Unterschiede. Und andere in betreuten WGs. Ganz wenige wohnen alleine oder einige auch noch bei den Eltern. Und da
Das ist so eine Sache, dass mit dem, diese Selbstbestimmung und Orientierung müssen sich die Waage halten. Also es, man kann nicht sagen, jetzt alle raus und Enthospitalisierung, seht zu, wie irgendwie klarkommt, das meinen Sie sowieso nicht. Aber es gibt auch nicht wirklich, also ich sage jetzt mal doch das Negative, nicht so viel gute Unterstützer auf diesem Gebiet. Es wird sehr viel bevormundet und natürlich angesichts des Mangels an Personal, an gutem Fachpersonal, machen die sich auch, ich sag mal, gemeinerweise leicht. Das ist bestimmt nicht so. Ich habe großen Respekt vor Betreuertätigkeiten, weil es ist zehrend und man braucht sehr viel Geduld, sehr viel also Einstellung dazu, das ist mir auch klar. Ja? Aber ich immer wieder denke ich, es könnte, man müsste sie mehr als Individuen behandeln. Und es ist immer so, einmal Gruppe, immer Gruppe. Und alle Armbrot ist zu der und der Zeit. Und wenn wir alle im Tierpark gehen, müssen alle gehen. Das ist schon schwierig. Und andere wiederum kommen nicht klar mit dem betreuten Wohnen, also wo sie nur mit kleinen Gruppen leben, wo dann abends niemand mehr ist. Also wir versuchen es zu unterstützen, aber in Behutsamkeit. Und Moritz lebt nach wie vor bei mir. Ich denke, hier haben Sie was ganz wahnsinnig Wichtiges gesagt. Erstens, es bleibt ein Unterstützungsbedarf, unterschiedlich ja. viel, je nach Schweregrad auch der geistigen Behinderung. Das müssen wir einfach akzeptieren. Und vielleicht ist das auch wieder ein etwas ganz Wichtiges, was unsere Gesellschaft braucht. Wir sind meines Erachtens einem Selbstständigkeits-, Unabhängigkeits-, Selbstbestimmungswahn aufgesessen in unserer Gesellschaft. Ja, dieser Selbstbestimmungsgedanke oder Wahn, wie Sie es auch nennen, der ist ja schon auch wichtig. Aber Frau Höhne, inwieweit ist die Gesellschaft denn bereit dafür? Also was sind Ihre Erfahrungen? Wie reagieren denn dann die Menschen darauf, auf diesen Selbstbestimmungsanspruch? Ja, sehr unterschiedlich. Also Eltern und auch einige Betreuer, für die ist es zu anstrengend. Weil plötzlich sozusagen werden Forderungen gestellt, die nicht in deren Biografie oder Tagesrhythmus passen. Beziehungsweise andere lassen die Leine, ich sag mal, Leine ist das falsche Wort, also lassen den Raum zu groß. Also dann fehlt die Orientierung. Ich finde es unausgewogen im Moment und unbefriedigend. Das möchte ich unterstützen. Ich möchte jetzt nicht missverstanden werden, als sei ich gegen Selbstbestimmung. Das ist mir sehr wichtig, aber ich denke, es muss sich die Waage halten. Unsere Autonomiebedürfnisse und unsere Bedürfnisse, eingebunden zu sein, zugehören und geschützt zu werden. Und zwar eben bei Menschen auch ohne geistiger Behinderung. Stimmt. Und dann muss man individuell sehr gucken, wie findet man eine gute Balance. Ich würde gerne noch mal auf etwas zurückkommen. Wir haben jetzt im Grunde genommen erlebt oder erfahren, dass sehr viele Menschen sich doch sehr einsetzen. Es ist vieles möglich heutzutage, auch gerade durch die Einrichtungen, wo die Menschen, die mit Down-Syndrom leben, tatsächlich auch richtig arbeiten können. Wir haben über die Selbstbestimmung gesprochen. Kann man denn sagen, dass die Gesellschaft insgesamt toleranter geworden ist? Merken Sie das zum Beispiel, Frau Höhne, nachdem Sie ja mit Ihrem Sohn Moritz in Berlin leben? Welche Erfahrungen machen Sie da? Gibt es so etwas wie Diskriminierung noch? Nicht so deutlich. Also ich denke, es ist mehr auf subtilere Art. Also es ist nicht mehr so deutlich, wie es früher war, als Moritz geboren wurde und alle in den Kinderwagen gestarrt haben und mich das schon sehr verletzt hat oder ihn auch angestarrt oder eben ausgelacht haben. Das ist eigentlich gar nicht mehr. Aber es findet eher statt, wenn Moritz alleine unterwegs ist. Das erzählt er mir dann auch. Also, dass er in der Straßenbahn gehänselt wird. Er fährt den Weg zur Arbeit mit der Straßenbahn, da muss er nicht umsteigen. Und er ist dann ziemlich kompakt. Also er fährt das immer wieder. Manchmal habe ich es ihm nicht geglaubt, aber es stimmt einfach. Ich habe es dann selber erlebt an der Ostsee auf den Rädern, dass wirklich, du dicker Vetter, hinterher geschrien wurde. Ich war auch auf dem Rad, ich war fassungslos. Ja. Und Moritz sagte nur, kenne ich, lass. Mhm. Ich dachte, meine Güte, was macht der durch? Also er muss das ja doch auch kennen. Aber das ist das andere Subtile ist eben auch in der Unterstützung wirklich der Bedürfnisse dieser Menschen. Wo ich finde, dass da eben immer wieder gespart wird, bis hin zu auch bei uns, wo gesagt wird, die können doch alle in der Jugendherberge schlafen, wenn die auf dem Gastspiel sind. Aber es ist ein professionelles Theater, ja, wo ich auch denke, da ist das auch schon. Auf jeden Fall, auch wenn es immer noch Ausgrenzung und Ablehnung gibt, so ist sie doch auch nicht mehr so häufig wie früher, glücklicherweise. Und das liegt unter anderem daran, dass sich immer häufiger Eltern- und Selbsthilfegruppen für die Rechte behinderter Menschen einsetzen. Ab und zu melden sich jetzt auch Betroffene selbst zu Wort. Da ist zum Beispiel die Gruppe Ohrenkuss. Jeden Dienstag treffen sich die Ohrenkuss-Autoren in Bonn. Sie alle haben das Down-Syndrom. Assoziativ entwickeln sie Geschichten. Aus Bildern, Begriffen entstehen Artikel, die oft voller Poesie sind.
Gespenst kommt zur Angst. Nacht und Dunkel gehört auch zur Angst. Also Dunkel. Und Spinnen krabbeln über die Arme und Körper und über das Gesicht. Ohrenkuss ist ein Projekt von Katja de Braganza. Vor 10 Jahren hatte die promovierte Biologin die Idee, eine Zeitschrift zu gründen. Ohrenkuss, hier rein, da raus, so das freche Motto. Entstanden ist ein halbjährliches Magazin, das mit originellen Texten und Fotos überzeugt. Viele Leute gehen davon aus, dass Leute mit Down-Syndrom so behindert sind, dass sie es noch nicht mal merken, geschweige denn, dass sie es irgendwie erleben oder reflektieren können. Und da haben wir uns überlegt, dass das Beste wäre, wenn Menschen mit Down-Syndrom denn darüber schreiben. Szenenwechsel. Immer wieder suchen die Ohrenkuss-Redakteure auch den direkten Weg zu ihren Lesern. Im Freien Werkstatttheater Köln beginnt in einer halben Stunde die große Ohrenkusslesung mit den besten Texten der letzten 10 Jahre. Angela Fritzen, ganz Bühnenprofi, kann es kaum erwarten. Ich bin überhaupt nicht aufgeregt, sieht man doch. Ich zittere ja auch gar nicht. Du tust nämlich gar nicht. Ich bin nie aufgeregt, wenn wir die Vorlesung machen. Der große Auftritt von Angela Fritzen. Sie liest ihr selbstverfasstes Gedicht Gespenst. Dunkel ist die Nacht, diese Nacht. Die Nacht ist schön draußen. Der Eul schreit. Die Nacht ist die Nacht durch das Fenster. Also erstmal total überrascht, dass Down-Syndrom Menschen schreiben und lesen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch über die Themen eigentlich, die gewählt wurden, fand ich auch sehr erstaunlich. Angela Fritzen nutzt die Gelegenheit. Interview mit dem Satiriker Wiglaf Droste, von dem das Grußwort zum großen Ohrenkussbuch stammt. Wir haben 2 Fragen. Was ist ein Ohrwurm? Die sind nicht so harmlos wie Regenwürmer. Warum nicht? Weil sie einem eben den Kopf zerquälen können. I've got my own way of talking. Das Interview verarbeitet Angela Fritzen in ihrem nächsten Artikel. Es soll um Musik gehen. Der Titel steht jetzt schon fest. Der Ohrwurm. Ja, und hier haben wir mal so eine Ausgabe der Zeitschrift Ohrenkuss. Es ist wirklich ein ganz tolles Medium mit ganz tollen Fotos von auch sehr bekannten Fotografen, zum Teil poetischen Texten drin. Also wirklich sehr schön. Natürlich dient ja auch so eine Zeitschrift der Aufklärungsarbeit. Und wenn wir gerade bei Aufklärungsarbeit sind, im Grunde genommen, Frau Höhne, machen Sie ja nichts anderes mit Ihrem Theater, wenn auch nicht das im Vordergrund steht. Aber so helfen Sie doch auch Menschen mit einer geistigen Behinderung ganz anders zu sehen. Wie ist das denn, wenn Schauspielerkollegen oder auch Regisseure wiederum in Ihr Theater kommen? Erleben die das auch so oder kommen die mit einer gewissen Distanz da rein? Also lassen die sich drauf ein oder sind die sehr skeptisch? Also außer Angela Winkler, die Mutter von Nele ist, die auch eben am Anfang zu sehen war mit Moritz, glaube ich, stimmt für fast alle, dass sie mit Ängsten und Distanzierungen kommen. Also es wird auch geäußert, ich wollte gar nicht kommen, weil das kann ja bestenfalls gut gemeint sein. Und dann muss ich euch nachher auch noch sagen, es war gut. Also es sind so die Ängste, die haben, weil sie gar nicht glauben können, dass diese Menschen so fantastisch spielen können. Mhm. Und sie alle werden zu Fans. Also was wir an Bestätigungen haben von Achim Freier, Peimann hat uns nach Wien eingeladen und. Also alles hochkarätige Theaterleute, die kommen und sagen, fantastisch. Was wir an Mails und Post haben, sie schätzen diese Arbeit über alles, weil sie sagen, sie erleben Theater und Schauspiel in Reinstkultur. Sie erleben, wie gespielt wird
Und natürlich durch diese Menschen, die immer eine Selbstreferenz auf der Bühne haben, auch in einer verfremdeten Weise. Mhm. Wenn wir jetzt mal eben auf die Arbeit, die Sie da leisten, zu sprechen kommen, das stelle ich mir recht schwierig vor. Also Mitleid ist natürlich sicherlich fehl am Platze. Ich denke mal, das möchte eigentlich keiner haben. Aber Sie müssen ja da teilweise auch richtige, ja, ich sag jetzt mal, Befehle ausgeben. Das macht man als Regisseur, ob mit geistig behinderten Menschen oder ohne. Wie schaffen Sie das? Das ist ja eine Gratwanderung, mit den Menschen richtig umzugehen. Genau, das ist eine Gratwanderung. Also die Voraussetzung ist ein unbedingtes Annehmen aller Schauspieler. Ich nenne es auch schlichtweg Liebe. Also ich muss meine Schauspieler lieben. Ich muss sie sehen können, wie sie sind. Und natürlich das Grundprinzip ist, mit ihnen so zu arbeiten, dass ich bei ihren Stärken ansetze. Immer, immer und immer. Das ist das Hauptprinzip. Und da das meiste heraushole. Und wenn ich sie so gut führen und bestätigen kann, dass sie wissen, was sie können, und ich weiß, was sie können, dann kann ich auch sagen, so machst du es jetzt. Und dann muss es auch so sein, weil wir haben uns alle entschlossen, professionelles Theater zu machen. Und dazu gehört auch Kritik und dazu gehört großes Lob. Und sie haben wahnsinnig viel Erfolg, aber dazu gehört klar, das war gut und das müssen wir noch anders machen. Oder ich muss mich auch viel überprüfen und sagen, was ich da will, geht gar nicht. Und ich muss gucken, wo. Und das ist die Kreativität auch an dieser speziellen Arbeit. Mhm. Ja, und vor allem könnte ich mir vorstellen, Sie lernen auch viel von Ihren Schauspielern. Unentwegt. Mhm. Ja, manchmal haben auch Schauspieler von Rambazamba die ganz große Medienbühne, so wie Juliane Götze. Sie gehört seit Jahren zum Ensemble und hatte kürzlich eine große Rolle im ARD-Polizeiruf 110. Na sauber, ein Mongo. Morgen. Wir sind von der Polizei. Rosi, hast du eigentlich gesehen, was mit der Mama passiert ist? Wo ist die in seinen Arm? Du, jetzt hör mal zu. Jemand hat versucht, deine Mutter zu töten. Kannst du nicht der Papa sein von meinem Baby? Der Klaus ist doch der Vater. Der Klaus ist auch behindert. Naja, der Klaus ist behindert. Ich bin behindert. Wir sind alle behindert. Aber nicht so für der Klaus. Niemand darf dir dein Baby wegnehmen. Versprichst du das? Ja, das verspreche ich. Frau Hünne, der Kommissar da eben hat zur Begrüßung gesagt, na sauber, ein Mongo. Das ist etwas, da zuckt man eigentlich zusammen. Hat sie das verletzt? Ja. Ja? Ja, mich hat es ja auch verletzt, als Moritz geboren wurde, wurde das ja auch gesagt. Also ich zucke immer durch bei dieser, es gibt auch Leute, die sagen Mongölchen, das finde ich genauso furchtbar. Das sind Menschen, Menschen wie sie, wie ich, wie alle anderen. Und sie darüber zu definieren, finde ich also verbrecherisch. Also wir sind uns einig, dass wir dieses Wort auf jeden Fall aus dem Wortschatz streichen. Ich will nur kurz erklären, woher das kommt. Denn dieser Arzt, der die beschrieben hat, worüber ich am Anfang der Sendung erzählt habe, der die Krankheit erstmals 1866 beschrieben hat, der hat das Ganze mongoloide Idiotie genannt. Und daher diese Ableitung Mongo. Aber wie gesagt, das ist wirklich oder sollte in unserem Wortschatz nicht mehr präsent sein. Frau Senkel, zurück zum Filmausschnitt. Es fällt ja wirklich auf, nochmal, wir haben es ja schon ein paar Mal in der Sendung jetzt gehabt, wie einfühlsam tatsächlich jemand, der betroffen ist, spielen kann. Also es ist schon wirklich, ja, sehr, sehr beeindruckend gewesen, was Juliana Götze da an schauspielerischem Talent gezeigt hat. Und es ging jetzt auch um ein sehr heikles Thema, nämlich Sexualität. Also Sexualität, Liebe, Schwangerschaft im Zusammenhang mit geistiger Behinderung. Inwieweit ist das denn heute immer noch ein Tabu? Also ich kenne sehr, sehr viele Einrichtungen, die sich inzwischen mit diesem Thema befassen. Unsere eigene Einrichtung hat das vor 20 Jahren angefangen und dass wirklich sexualpädagogische Konzeptionen geschrieben werden und die Mitarbeiter fortgebildet und weitergebildet werden. Vor ein paar Wochen habe ich zu dem Thema selber einen Vortrag bei so einer Fachtagung gehalten. Trotzdem ist es nach wie vor ein sehr heikles Thema, nicht tabuisiert, aber heikel. Und man ist sich keineswegs einig darüber, wie soll ich mit der Sexualität geistig behinderter Menschen umgehen. Vor allen Dingen dann, wenn es zu der Frage Kinderwunsch, Partnerschaft und Kinderwunsch kommt. An dem Punkt spätestens scheiden sich die Geister. Ja. Frau Hünne, Sie thematisieren das auch oft in Ihren Stücken, Liebe, ja. Sexualität, ja. Das ist fester Bestandteil. Mhm. Wie sieht es denn im Alltag Ihrer Schauspieler aus? Leben die mit Liebe, Sexualität? Haben die normalen Umgang damit?
Das ist wieder so eine Sache. Ich glaube schon, wir sind viel auf Gastspiel und die feiern alle ihre Nachtpartys. Ich glaube, dass das ziemlich harmlos abläuft. Ich denke, dass es ein großes Defizit gibt, weil Eltern und Betreuer sich scheuen, es zu zeigen. Das, glaube ich, ist der Punkt. Dass viele viel größere Bedürfnisse und Sehnsüchte haben nach Sexualität. Aber viele Eltern behaupten einfach, mein Sohn hat sowas nicht. Das habe ich wirklich mehrfach gehört. Oder meine Tochter hat das nicht. Oder die brauchen das nicht. Und das finde ich wirklich katastrophal. Also da können wir als Theater schwer was machen. Wir wollen mit den Eltern arbeiten. Wir kriegen die alle gegen uns, wenn wir jetzt da auch noch eingreifen. Aber da ist... Also da habe ich viele Wünsche noch, die ich mir vorstellen kann. Ja, also so erlebe ich es auch. Sie haben die sexuellen Bedürfnisse, die Partnerschaftswünsche. Und sie können auch damit umgehen, aber sie brauchen sehr oft Begleitung. Besonders dann, wenn es zu Konflikten kommt. Wir schaffen es ja schon oft, die Beziehung aufrecht zu halten. Und das ist dann oft genug wichtig. Wird gesagt, die sollen doch erstmal ins Kino gehen, die sollen doch erstmal eine Beziehung aufbauen, bevor sie ins Bett gehen. Wo ich sage, die jungen Leute gehen heute ins Bett miteinander und da ist null Beziehung. Mhm. Und bei ihnen verlangt man was, was die anderen schon gar nicht hinkriegen. Sie bringen ja auch sehr heikle Themen auf die Bühne bei sich im Theater. Es geht da um Schwangerschaft, um Abtreibungspraxis. Auch da möchten wir Ihnen noch mal einen kleinen Ausschnitt zeigen der Schauspielkunst ihrer Schüler. Einen kurzen. Das stammt aus einem Stück, das heißt Mongopolis oder Der perfekte Mensch. Und da geht es um Schwangerschaftsabbruch. Da liegen die Frauen in Reihe und Glied wie auf einem Fließband. Und es folgt jetzt eine Abtreibung nach der anderen. Also was nicht der Norm entspricht, weil es zum Beispiel nur einen Arm oder ein Bein hat, wird aussortiert und dann weggeschmissen, Frau Höhne. Da sprechen Sie diesen Akt oder Aspekt der Selektion ja ganz deutlich an und setzen ihn ins Bild. Haben Sie vorher mit Ihren Schülern über so etwas gesprochen? Also es sind keine Schüler, es sind alles erwachsene Schauspieler. Natürlich, ja. es war ganz schwer vorher, weil dieses Abstrakte können sie nicht. Sie wissen, ich habe darüber gesprochen, aber es ist überhaupt nicht tief in sie eingedrungen. Und es gibt später in dem Stück, das heißt übrigens Mongopolis, Fisch oder Ente. Und später gibt es eine Szene, wo Adam aussortieren muss, soll. Drei Perfekte, weil das Wasser nicht mehr reicht. Und er hat aussortiert. Er hat aus Versehen vier aussortiert. Und dann hat der Teufel gesagt, drei und nicht vier. Und plötzlich musste er von den konkret vier Schauspielern, Freunden, einen aussortieren. Und plötzlich war klar, der muss sterben. Und das war der Moment, wo die ganze Gruppe begriffen hat, es geht darum, dass einer von uns nicht perfekt genug ist und sterben muss. Und das gab einen großen Zusammenbruch bei allen. Und wir haben lange, tagelang mit ihnen gesprochen, immer über dieses Thema, immer wieder. Wir haben Spiele gemacht, Auffangübungen, dass sie alle wissen, es geht nicht um sie. Aber es geht darum, dass Menschen wie Sie immer wieder geboren werden und ein Recht auf Leben haben. Natürlich sind es nicht Schüler. Das sind sogar angestellte Schauspieler, die sogar ihr Geld damit verdienen. Ne? Richtig. 30 haben einen Arbeitsplatz. Also 15 sind bei Klaus Erfurt in der Theatergruppe, 15 bei mir. Und zwar in einer Kooperationswerkstatt namens VIA. Dort haben sie den Arbeitsplatz und von uns bekommen sie das Entgelt für die Werkstatt. Also wunderbar. Funktioniert wirklich toll. Mhm. Ich möchte noch mal an das Thema anknüpfen, an diese kleine Szene, die wir gerade gesehen haben aus Ihrem Stück. Das ist ein großer Bogen. Aber er macht inhaltlich schon gewissen Sinn. Ich möchte gerne auf die pränatale Diagnostik zu sprechen kommen, wo man ja tatsächlich auch im Vorfeld schon erkennen kann, ob jemand mit Trisomie 21 geboren werden wird oder nicht. Und mich würde mal interessieren, wie Sie dazu stehen, wenn man tatsächlich sich entscheidet, diesen Test machen zu lassen und dann vor diese Frage gestellt wird, was mache ich nun? Also ich finde diesen Test eine der größten Verbrechen unserer Zeit. Es ist ja weltweit möglich und das heißt, weltweit kann ich Menschen mit Down-Syndrom frühzeitig erkennen im Mutterleib und ausrotten, extrem zugespitzt gesagt. Das ist möglich, überall. Und die neue Gesetzgebung sieht vor, dass also Krankheiten, die erst im Alter auftauchen, nicht untersucht und gesucht werden dürfen, aber Menschen mit Down-Syndrom ja. Und ich kann nur sagen, für mich ist das eine Form von Euthanasie. Ich finde das skandalös, weil gerade diese Menschen uns so viel Empfindungsreichtum ja auch in die Gesellschaft bringen. Ich kann das nur so radikal sagen, obwohl ich eben damals vor 33 Jahren als Schauspielerin mir das Kind nicht gewünscht habe. Aber so ist das Leben, so haben sich die Dinge entwickelt eben. Wobei man ja dazu sagen muss, man wird ja nicht gezwungen, diese Untersuchung zu machen. Also man wird sich unter Druck gesetzt, entscheiden. Häufig von Kassen und Ärzten, das muss ich einfach mal sagen, das erzählen viele Eltern. Frau Senkel, wie sehen Sie das? Ähnlich. Also dieses unter Druck setzen höre ich auch immer wieder und ich selber... Also ich hätte es wahrscheinlich vermieden, in diese Situation zu kommen, um diese Entscheidung zu vermeiden. Und ich glaube, das ist eine
Entscheidung dem Leben gegenüber. Und dazu muss man sich vielleicht auch klar machen, es gibt kein Recht auf ein gesundes Kind. Das haben wir einfach nicht als Menschen. Und es gibt auch keine Garantie, dass wenn ich ein Down-Syndrom-Kind abtreibe, das nächste Kind, das also genetisch gesund ist, keine geistige Behinderung kriegt. Es gibt so viele Möglichkeiten, Komplikationen bei der Geburt und so weiter und so weiter. Das ist wahrscheinlich ein Punkt, an dem müssen wir nachdenken. Wie stehen wir zum Leben überhaupt? Also das, was wir aus der Sendung auf jeden Fall mitnehmen, ist die Tatsache, dass Menschen mit Down-Syndrom wundervolle Menschen sind, dass sie leistungsfähig sind, dass sie möglicherweise ganz andere Qualitäten haben als wir. Und dass es auf jeden Fall lohnt, sich um solche Menschen zu kümmern und mit solchen Menschen zu leben. Ich gebe Ihnen jetzt hier noch mal ein paar Tipps, wenn Sie sich ins Thema einarbeiten wollen. Über unsere Sendung hinaus empfehle ich Ihnen zum einen natürlich hier diese DVD. Liebe dich heißt die, da werden vier ihrer Schauspieler begleitet mit Down-Syndrom, natürlich auf der Bühne, im Alltag, aber auch sehr, sehr sehenswert. Es gibt auch ein Buch von ihrem Theater, Ein Traum von Theater nennt sich das, kann man über sie beziehen und wir verlinken natürlich ihr Theater auch mit der Homepage auf unserer Homepage, das ist ja selbstverständlich. Und von unserer Frau Senke habe ich auch ein Buch. Du bist ein weiter Baum, heißt das. Darin wird behandelt, welche Entwicklungschancen Menschen mit geistiger Behinderung haben, wenn sie also in einem fürsorglichen Umfeld auch aufwachsen. Wir haben darüber gesprochen. Und diesen Umgang nennen sie entwicklungsfreundliche Beziehungsgestaltung. Und dahinter verbirgt sich also ein Konzept zur Begleitung und frühen Förderung von Menschen mit geistiger Behinderung. Wo kommt denn dieser tolle Titel her? Du bist ein weiter Baum. Ja, der stammt von einer Frau mit Down-Syndrom, die von einer Studierenden von mir im Rahmen ihrer Facharbeit begleitet wurde. Ich habe diese Studierende begleitet, die hat diese Frau begleitet und die sagte dann zu dieser Studierenden eines Tages, du bist so ein weiter Baum. Eine wunderschöne Schöpfung, und eine Ersatzschöpfung. Dann war mir völlig klar, als ich einen Titel für mein Buch und für mein Beziehungskonzept suchte, hatte ich immer diese Studierende mit dieser geistig behinderten Frau vor Augen und es war klar, das ist das Modell von Beziehung, was ich meine. Ein weiter Baum zu sein, in dessen Schatten man wachsen und autonom werden kann, in dessen Schatten oder dessen Umkreis man seine Potenziale entfalten kann. Ein schönes Wort ist auch Regenbogenkind, das ist der Titel meines letzten Buches. Das erzählt die Geschichte eines Mädchens mit Down-Syndrom und ihrer Familie. Da geht es also um das Anderssein, um das Fremdsein, ohne erhobenen Zeigefinger, auch ein bisschen über unsere Vorurteile, die wir ja durchaus haben mit solchen Menschen, viele von uns zumindest. Ich hoffe heute nach der Sendung weniger. Dann finden Sie informatives Material über das Down-Syndrom auch über das Infocenter hier. dsinfocenter.de ist eine Seite und da erscheint, ich glaube, dreimal im Jahr eine solche Broschüre, Down-Syndrom, was nun? Ich glaube, das gibt es inzwischen schon seit 20 Jahren das Ganze und das beschäftigt sich natürlich rund um die Lebenssituation von Erwachsenen mit Down-Syndrom und natürlich auch von Kindern mit Down-Syndrom. Und zum Schluss empfehle ich Ihnen logischerweise auch noch unsere Internetseite, ein großer Bereich über pränatale Diagnostik, haben wir ja auch drüber gesprochen und überhaupt zur Geschichte der Entdeckung und Ursachen des Down-Syndroms. Alles das auf www.planet-wissen.de. oder im Videotext kurz und kompakt, Seite 396. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, herzlichen Dank an Sie beide, dass Sie hier bei uns waren. Ich finde es sehr beeindruckend, was Sie leisten. Ganz toll. Und Sie haben, Frau Höhne, auch das Bundesverdienstkreuz dafür im Frühjahr 2009 bekommen. Also, zu Recht. Zu Recht. Danke. Ja, ganz herzlichen Glückwunsch auch nochmal von uns dafür. Danke. Alles weitere Gute für Ihre Arbeit. Viel Erfolg weiterhin. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Tschüss und auf Wiedersehen. Thank you.